und ein paar weitere Zutaten und Tränke. Giftresistenz, bla bla bla. So viel hat die eigentlich nicht. Bücher, hält sie in Grenzen. Was ich machen könnte, ist irgendwas verkaufen, aber ich habe, glaube ich, keine Gegenstände mehr mitgefunden. So, wo muss ich denn irgend so ein verdorrtes? Was sieht denn hier nach verdorrt aus? Das hier sieht mir ziemlich schlimm aus. Ich muss das in irgendeine Wand reinpflanzen. Heilung des Hauses. Pflanze die... Elena 3 in den Quellen. Blablabla, um ihn zu reparieren. Er hat 2 Pfahlwurzeln behalten und mir aufgetragen, die dritte in den verwelkten Teil der Turmwand einzupflanzen. Speichern erstmal. Das sieht mir auf alle Fälle so aus. Oder muss ich das bei dem großen Baum da machen? Das wäre mal gleich Haus der Diener von Temmel drin. Na gut, dann brauche ich das nicht. Muss ich denn da jetzt hin? Ist da noch eins? Nö. Jep, da muss ich jetzt hier rein. Sehr gut. Ist denn hier irgendwas Verwelktes? Vor allem einfach nur so Pfahlwurzel, zack, rein und die Sache ist wieder gegessen. Nach oben. Das ist doch mal ein wundervoller Fahrstuhl. Ohne Sicherung oder sowas. Guten Tag, Freund. So, Eichenwächter, bla bla bla, Herzstein. Was hat der denn wieder Kleines? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Jetzt werden wir mal nach Wert sortieren. Ein Donnerkeil. Kennen wir schon. Trimmerhofersbeschwören. Eisiger Speer kennen wir auch schon. Sturmwand kennen wir. Aschenwächter beschwören. Ja, kennen wir. Verbrennen. Frostwand, bla bla bla. Flammenwand und so weiter. Und so fort. Ja. Wir kennen alles. Dummerweise kennen wir alles. Es ist so schade. Giftrune hatte ich auch mal und Rune der Erzürnung hatte ich, glaube ich, auch irgendwann mal gelernt. Man bräuchte mal Rune der Harmonie, wie wären das mal? Beschworenes Schwert, Schutzgeist, bla bla bla, Funken, beschworener Dolch. Moment mal, da hätte ich mir auch... Hier brauchen wir einen Schlüssel dazu. Muss ich jetzt dieses dahin? Nun, meine Hübschen, was tun wir heute? Und das ist verwelkt? Kann ich mir nicht vorstellen. Finger regenerieren kann. Ja, nu, nix passiert. Wem könnte man denn mal... Wo ist denn der Typ überhaupt? Doch gerade die Stimme von dem vernommen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe so das Gefühl, der hat sich in irgendeinen separaten Raum hier eingenistet. Ist der denn? Hm, wenig. Ich brauche wahrscheinlich... Es muss einen Weg geben. Ich werde ihn finden und wenn ich jeden Zweigling auf der Insel auseinandernehmen muss. Wo um alles in der Welt ist der Typ? Hier seitlich kommt man ja nirgendwo hin. Der ist es auf alle Fälle nicht. Drachen. Meister Nelot sagt, dass sie einem Zauberer der Tiefe nicht gewachsen sind. Aber wie sieht es mit einem einfachen Lehrling aus? So. Wo ist jetzt dieser... Na gut, Solstheim. Gehen wir wieder nach draußen. Wo ist jetzt dieser andere? Na, komm schon. Was würden die mir jetzt wohl geben hier, Trankmecher? Ich hoffe nur, irgendein. Schön wäre irgendein. Okay, ein Rezept oder so wäre auch noch ganz nett, aber es bringt mir ja nicht. Die Pilze. Gut. Alles eingepflanzt. Nun wird mich Nelot vielleicht nicht mehr damit belästigen. Ihr glaubt wahrscheinlich, dass ihr dafür bezahlt werden solltet, einer alten Frau zu helfen. Irgendwie schon. Hier, nehmt sie. Ich kann euch später noch mehr verkaufen. Zaubertrank des ewigen Wohlergehens. Was ist das denn? Ewiges Wohlergehen. Was ist das denn? Stellt 100 Gesundheitspunkte wieder her. Stellt 100 Punkte Magika wieder her. Stellt 100 Punkte Ausdauer wieder her. Das ist doch mal ein schöner Trank. Fala möge euch behüten. Kann ich das mitnehmen? Nö, natürlich nicht. Wieso auch? Ah, traurig. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ja, man hat das nur da eingepflanzt und eigentlich hat sich hier nichts geändert. Nur so Pfahlwurzel ist drin und fertig. Sehr schade. Na gut, dann speichern wir mal. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch so als Quests offen? Warte auf das Ding. Genau, das Todesmal brauchen wir auf alle Fälle noch. Im Nordosten waren wir ja zuletzt unterwegs. Wo ist denn da...
Theode. Todesmal Schatzkarte. Moment. Du musst jetzt einmal hier hin. Das ist kurz über dem Fluss. So, kurz über dem Fluss. Jetzt die Frage, wo ist dieser dämliche Fluss? Sieht so aus, als ob der Fluss hier ist und kurz über dem Fluss wäre dann da. Muss ich vom Wasserstein aus gen Norden. Die uralten Not, bla bla bla. Na komm schon. Noch ein ganz kleines Bischen. Ganz, ganz kleines Bischen. Bekanntes Teil von dem Missrand ist die Baseptim, der ganz Tamriel eroberte und die Kaiser. Bla bla bla. Weiter gehen Norden. Wo ist jetzt im Norden? Hier ist Westen, hier ist Süden, da ist. Da wird mir Norden nicht angezeigt. Ach, da ist Norden. Okay. Oh, Mist. Das ist jetzt blöd. Okay, ganz knapp. So, wo ist jetzt diese komische Schatztruhe? Ah, haben wir es gefunden. Wow. Sagen die Rieklinge was? Moment mal, ich benutze die ganze Zeit irgendwas. Ach, Holy Light war's. Nehmen wir erstmal den Feuerball wieder. Wir wollen ja anständig Schaden an den Viechern machen. Na komm schon. Und alles ist down. So wie es sein soll. Also, was ist das für eine Schlammkrabbe? Da kommt noch einer an. Da konnte es einfach nicht mehr erwarten. Diese uralte Truhe. Was haben wir denn hier drin wieder? Komm schon. Todesmal Panzerhandschuhe. Beim Kampf mit zwei Waffen bewirkt dein einhändiger Angriff 10% mehr Schaden pro getragener Todesmal-Gegenstand. Toll. So, und wo ist jetzt das Objekt? T-O-D. Todesmal-Schatzkarte. Okay, beim Zipfel ganz im Nordosten. Was ist dieser Zipfel? Der Zipfel ist hier. Vom Erdstein aus noch weiter gen Norden. Da müsste ja irgendwo das Ding sein. Schön ist, dass das alles schon ausgegraben ist. Da muss ich mir jetzt nicht die Mühe machen, das alles noch zu finden oder so. Es könnte sein, dass die einfach nur Gold mitgenommen haben, aber ich hätte schon noch die Gegenstände mitgenommen, weil das ist... Moment mal. Ich habe so das Gefühl, diese Rüstung, die ich jetzt gefunden habe, das ist die von dem Nord, der meistens immer oder angezeigt wird da nebenbei. Aber ich glaube, dieser Helm, das ist der von so einem Trauger oder so gewesen. Na gut. Mit der Macht des Schlangensteins kannst du einmal brutal, bla bla bla, hier leben oder vergiften. Und, oder kommt auf Silber raus. Mal speichern. Und jetzt müssen wir wieder nach Norden. Wo ist das gute Norden? Da. Und da packe ich mal wieder. Das kann jetzt echt nicht sein. Die und ihr Reingebauer hier. So, okay. Plünder first. Und da sehe ich auch schon die Truhe. Alter. Was machst du denn keinen Schaden an dem? Was ist denn hier los? Das kotzt mich an, sowas. Okay, ich glaube, ich brauche einen anderen Zauber dafür. Moment mal, wo ist denn eigentlich... Donnerkeil ist es nicht. Eisiger Speer auch nicht. Schon? Mehr habt ihr nicht drauf? Okay, wo ist jetzt eigentlich Magie? Such mal bei Zerstörung. Das war's nicht. Hier. Blitzgewitter. Such mal. Guck mal, wie viel Schaden wir damit machen. Oh, Kacke, es klappt. Was ist denn hier los? Das hat nicht funktioniert. Was war denn da? Normalerweise hat es zu funktionieren. Okay, probieren wir es jetzt nochmal. Kann sogar unterbrochen werden, ey. Was ist das denn? Okay, probieren wir es jetzt nochmal, weil es so schön war.
Komm. Jetzt. Nee, okay. Der Spruch ist einfach nur behindert. Der dauert viel zu lange und führt noch dazu, dass ich hier sterbe. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Na dann. Ich habe mit dem mehr Schaden. Was behindert ist. Und vor allen Dingen wird man unterbrochen beim Wirken von den Zaubern, was auch ziemlich schwachsinnig ist. Einer weniger. Was hat denn der Fürst alles dabei gehabt hier? Ja, Funken, unheimlich so viel Magikaschaden brauchen wir nicht. Ja, das ist einfach nur unmenschlich. Wie stark die Gegner auf einmal sind. Und wie schwach eigentlich die ganzen Fähigkeiten. Es ist einfach nur... Ugh. Da bringt es wirklich mehr, wenn man sich nur auf einen gewissen Fähigkeitsstrang einigt. Oder wenn man sich nur auf ein was festlegt und den ganzen anderen Rest total ignoriert. Weil dann bleiben die Gegner trotzdem noch schwach. Das ist einfach nur... Naja, es bringt nichts. Todesmalrüstung. Was haben wir denn hier? Erhöht deine Ausdauer um 15 Punkte pro getragene Todesmalrüstung. Toll. Okay, und das letzte Todesmal, was auch immer. T.U. Das dürfte unten rechts sein. Zipfel ganz im Süden. Zipfel, 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 Zipfel. Von hier aus noch nach Westen gehen und dann dürften wir es auch finden. Die Dunmer von Morrowind setzten mit harzigen Klebern Chitinrüstungen aus den Panzern der hiesigen Insekten zusammen. Kleber. Kann man nur hoffen, dass das witterungsbeständig ist. Hochelfen besitzen von Geburt an mehr Magika als andere Völker. Mit Hilfe der hochgeborenen Fähigkeit können sie kurzzeitig Magika regenerieren. Wundervoll. Echt wundervoll. So, weitergehen. Westen muss ich, genau. Nebenbei mal speichern, weil wir haben jetzt ja die Rüstung gefunden. Oh, Dreck, jetzt geht's hier auch noch nach unten. Aber ich dürfte hier doch gleich irgendwas Spezielles finden. Ei? Moment, was sehen wir da? Ah, Aschebrut, sehr schön. Okay, das ist jetzt eine blöde Idee, mit Verbrennen gegen die zu kämpfen. Da bräuchte ich schon mal einen Feuerball dafür. Genau, weil der macht Laune. So. Sieht das nicht geil aus, ey? Es ist herrlich. Einfach nur auf den Boden schießen, alles explodiert hier. Die Aschebrut geht dann auch in Flammen auf, so wie es das sich gehört. Das ist so herrlich. Ach, ich muss wieder rein hier in die Ego-Sicht. Da kann man irgendwie besser zielen. Es ist zwar immer jedes Mal verdammt hell, wenn man was trifft. Komm schon. Was ist denn? Wollen die jetzt endlich mal sterben hier? Das ist ja unmöglich. Okay. Hier gibt es anscheinend verschiedene Schwierigkeitsgräder von Aschenbrot. Ach, jetzt auch noch ein verbrannter Zweigling. Was kämpft denn hier noch alles? Na komm schon. Aschenbrot in 3 Sekunden dürfte sich doch eigentlich dauern sein. So. Und dann den noch. Den noch, also schimmert den noch. Hat Feuerball widerstanden? Was ist da los? Okay. Ah. Das ist der starke. Ach nee, hier gibt's auch noch einen. So, kümmern wir uns jetzt mal um den. Die haben irgendwie... Ach, nehmen wir mal Eisenspeer oder Eissperr. Das macht echt mehr Laune, wenn man doppelt von den Dingern getroffen wird. Oder wenn man zwei von den Teilen schießt. Oh, ist ja jetzt mal down. So, na komm. Und der verbrannte Zeigling ist auch kaputt. Wunderschön.
So, Aschehaufen. Asche extrahieren. So, Brotasche haben wir hier. Verbrannte Zweig legen. Wundervoll. Ach nee, man muss das nur ein einziges Mal machen. Das ist doch ziemlich cool. Ich habe doch mehrere gekillt. Was ist denn der Rest hier? Müssen doch irgendwo noch Aschehaufen sein. Na gut, wenn wir mal speichern. Weil ich bin ja eigentlich nicht wegen sowas hier. Ich bin ja wegen... einem großen Schatz hier. Ich habe das Gefühl... Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Assassine von vorhin. Was macht denn eigentlich das Vieh hier? Krasser Scheiß. Na gut, machen wir die erstmal kaputt. Ich brauche hier meinen Feuerball. Und es sind zwei Gegner, ja. Okay. Das ist ziemlich geil. Durch das Brennen sieht man unsichtbare Gegner. Oh, ein bisschen beschissen. Alter Schwede, was ist das für ein Vieh? So, werden wir uns erstmal wieder hochheilen müssen. Verbrennen, Wunden schließen. So. Wow. Irgendwas hier hat mir gerade... Oh, ich glitsch schon wieder irgendwo fest, ey. Kotzt mich sowas an. Okay, wie mache ich jetzt das Ding kaputt? Komm. Immer schön Stunlock machen. Ja. Alter, dauert das ewig. Na, komm doch und stirb. Ich glaube, ich werde dann wegen der... Naja, Einfachheit das dann trotzdem wieder auf Adept runterschrauben. Weil das ist doch eigentlich nicht mehr normal, wenn du einfach nur... Das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Wenn man dann einfach nur das wieder und wieder macht. Ach nee, und er hat einen kleinen Grafikbug an seiner Hand, sieht man gerade. Na komm schon, so. Und was hat er denn alles dabei? Golddings, Golddiadem, Magika. Was für ein Zeug? Magieresistenz um 22%, naja. Wo ist denn jetzt mal... Wer greift mich denn jetzt an? Ach, da. Wunderbar. Was ich brauche, ist auf alle Fälle noch so ein Lebenentzugszauber. Dummerweise können das bloß diese Vampire, warum auch immer. Das ist eigentlich total... totaler Blödsinn. Okay, jetzt verfehle ich den die ganze Zeit. Ich sollte den... Wo ist er denn mal... Mit einem Feuerball kaputt machen. Na komm schon. Jetzt. Hoppala. Wo ist er denn? Na komm doch. So. Moragtong nehmen wir mit. Das Gold können wir auch noch mitnehmen. Ja, Marathon, Armschienen, bla bla bla. Das ganze Zeug, was sie dabei haben, braucht kein Mensch.